Das ist dies. Die Liebe schafft die Liebe. Die Liebe im anderen erweckt die Liebe. Wie glücklich bin ich, wenn ich sehe, dass ihr glücklich seid. Also ihr seid ansteckend, liebe Jugendlichen. Eure Freude ist ansteckend. Euer Lachen ist ansteckend, es wirkt auf die anderen. Und jetzt kommt zu uns eine Person, die auch so wirkt auf die anderen. Sie wirkt so auf die anderen, dass die anderen einfach dazu gezwungen sind, es auch so zu tun. Und sie ist hierher gekommen, sie möchte eine Pilgerfahrt bewegen für behinderte Personen. Und zwar eine Pilgerfahrt, denn hier geht es um das Werk der Liebe. Zu uns kommt Schwester Rastislava Ralbowski aus Giacovo. Vier Pilgerfahrten für behinderte Personen hat sie organisiert, etwas Wunderschönes. Es war jetzt im Juni hatten wir auch diese Wallfahrt, also hier eine Organisation, und unsere Pfarrgemeindemitglieder nehmen die ganzen Pilger kostenlos auf. Wunderschön. Schwester Rastislava, bitteschön. Gelobt seien Jesus und Maria. Ich bin eine Slowakin und nun grüße ich Sie. Ich bin eine Ordensschwester vom Heiligen Kreuz der Provinz Dubrovnik, und ich möchte der Mutter Gottes Danke sagen, zuallererst Gott und dann der Mutter Gottes, damit ich und dass ich heute Zeugin sein darf und heute an ihrem Geburtstag. Ich möchte, dass dies mein Geburtstagsgeschenk wird, mein Geschenk für mich und das Geburtstagsgeschenk für Sie. Ich bin erfüllt und dankbar für all das, was ich hier in Medjugorje erleben konnte, und deshalb vor diesem Zeugnis abgeben. Deshalb habe ich auch zuallererst all die lieben Menschen hier in Medjugorje besucht, all die Menschen, die mir so vieles gegeben haben von Anfang an und durch die ganzen Jahre hindurch. Und jetzt wiederhole ich nochmals dieses wunderschöne Dankeschön. Es ist schön, verbunden zu sein im Werk Mariens. Und genauso möchte ich danken für die Gabe des geweihten Lebens. Und wir befinden uns im Jahr des geweihten Lebens und der Papst Franziskus hat dieses Jahr geweiht, das Jahr der Geweihten, und ich sehe, wir sind viele hier, und ich möchte Gott Danke sagen. Gott ist würdig, Jesus ist würdig. Es gibt Menschen, die wahrhaftig ihr ganzes Leben ihm weihen werden. Möge unser Leben die Danksagung an Gott sein, damit die Kirche schöner wird, damit sie Früchte bringt. Und so wie dieser Chor hier wunderbar singt und das Ganze schön macht, was wäre denn ein Festival ohne den Chor? Stellt euch diesmal vor. Und was wäre denn das Leben ohne den geweihten Personen? Stellt euch diesmal vor. Der Heilige Geist, er möchte heute die Melodien des Himmels spielen, und ohne dem Ganzen wäre unser Leben leer. Auch heute braucht er Instrumente, da wo er das Ganze dann auch ausführen wird. Die Mutter Gottes, sie, die sich Gott geweiht hat von ihrer Kindheit an, weiß sie das, und sie betete und deshalb wurden hier auch so viele Berufungen geboren, und ich möchte das Gebet vom Papst Franziskus beten. Maria, du Stern der neuen Evangelisation, hilf uns, damit wir helle Lichter der Gemeinschaft des Dienens werden, einen großen Glauben haben, die Gerechtigkeit
und Liebe zu den Armen, damit die Freude des Evangeliums bis zum Ende der Welt kommt und damit durch dieses Feld all die Peripherien der Welt erleuchtet werden. Maria, du Quelle der Freude, bete für uns alle. Ich möchte euch Zeugnis abgeben, mein Verwundensein mit Medjugorje, weshalb ich so glücklich bin und in der Tiefe meines Wesens so glücklich bin. Ich bin verbunden schon in den Anfangszeiten. Ich bin 81 schon gekommen und Pater Tomislav hat dies gesagt. Die Seherkinder sind gesund und mir hat das ausgereicht. Alles war so natürlich authentisch und das war für mich eine Bestätigung, dass es hier um wahrhaftige Geschehnisse geht. Und 83 habe ich mich dann mit Pater Slavko verbunden und dann mit diesen Personen, die im Krankenhaus waren in Zagreb, auf der Psychiatrie, da wo ich damals dort tätig war. Und das war dieser Eintritt von diesen Menschen und zwar das Ganze durch die Mutter Gottes und dieses Leiden von diesen Menschen war für mich eine besondere Erfahrung, die mich dann geändert hat. Denn jetzt schaue ich mit anderen Augen, ich schaue mit den Augen der Mutter Gottes dieses Leiden, das was ich sehen konnte. Ich möchte es euch nicht beschreiben, denn jene, die dort waren oder in Kontakt waren mit solchen Menschen, sie werden es verstehen. Stellt euch vor, ihr befindet euch in einem Land da, wo Hungersnot ist und dann, ihr seht das Ganze, die Menschen sterben wegen Hunger und wir wissen, dass der Tod wegen Hunger ganz schlimm ist. Und ich durch die Führung der Mutter Gottes, ich habe mich in diesen geistigen Hunger befunden und ich war nicht nur als dieser Betrachter von außen Betrachterin, sondern ich war als Mitwirkende. Die Mutter Gottes hat mir diese Liebe geschenkt. Wenn ihr jemanden liebt, dann teilt das Leid mit den anderen. Und ich habe diesen Aufruf der Mutter Gottes erkannt und damit ich dann etwas tue für diese Menschen. Und dann wurde in mir dies geboren, dass ich im Dienste dieser geistigen Armut dieser heutigen Zeit dann lebe. Das war irgendwie ein Aufruf, diesem inneren Aufruf, das hat mich sehr viel Geduld gekostet von innen und von außen. Aber in meiner Freiheit habe ich Gott mein Ja gegeben, meine Zustimmung. Und von da an mein Leben. Es ist dies, ich folge dem Ganzen und tue alles, was ich machen kann. Und dann, es gibt einen Faden in meinem Leben und das Ganze, in dem ich wundersam geführt wurde. Und ich wurde vorbereitet für die Begegnung hier in Medjugorje. Ich komme aus der Slowakei, Vojvodina. Und wir waren 8 Kinder. Und sie hatten, wir hatten ein Leben des Kreuzes. Also sie hatten, unsere Eltern, das Kreuz und wir Kinder haben auch oft dies erlebt, bildhaft so wie ein Sturm und dann in der Luft diese Gefahr des Gewitters, Blitz. Und das hat sich auch gezeigt in meinem Heranreifen und dann, als ich ins Kloster eingetreten bin, als ich dort war, ich war so in Einsamkeit, ich war sehr verschlossen, es war schwer, irgendwie Kontakt aufzunehmen mit jemandem. Ich habe dann mich auch selbst verurteilt und ich hatte auch so irgendwie Zweifel, ob denn Gott überhaupt existiert. Was hat mir dann geholfen? Das Kloster hat mir geholfen. Und was hat unserer Familie geholfen? 8 Kinder.
und vier haben sich der geistlichen Berufung gewidmet und die Eltern, sie hatten dieses hohe Alter erlebt und das Kloster hat mir geholfen mit diesem spirituellen Inhalt, das Gebet, die Liturgie und all das hat mich von Jahr zu Jahr befreit von meinem Engsein und diesem Inneren, das, was ich in mir hatte, diese Traurigkeit. Und dann hatte ich auch diesen Wunsch nach dem Wissen. Ich habe Pädagogik und Soziologie studiert und ganz besonders die Psychologie. Aber in Zagreb gab es so vieles, auch liturgisches, biblisches. Dann gab es Seminare der spirituellen Dynamik, dann später Hagiotherapie und so weiter. All das hat mich sehr angezogen und ich bin da dann eingetreten, habe dies dann zu mir genommen und wollte, dass dies auch meins wird. Also ich habe dies dann gelernt und das Wissen zu mir genommen. Der Herr hat mich da auch gelehrt. Und dann kam ich in eine Gemeinschaft, wo ich gedacht habe, dass mir dieses Wissen helfen wird. Und dann habe ich, also diese philosophische Lehre, und dann Timotheus sagt mir, diese Tage werden die Menschen nicht diese gesunde Lehre zu sich nehmen, sondern sie werden diese Märchen, das Wunderschöne, alles zu sich nehmen. Und ich habe verstanden, dass die Philosophie nur in verwirklichten Erkenntnis ist und es gibt aber nicht diese Worte Entsagung, Hingabe, Gehorsam, Opfer. Und da habe ich aber gerade dies gebraucht. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, all das Philosophische geht auf die Zensur zu dir. Das, was durchgeht, werde ich dann weiter nutzen. Was nicht, das verlasse ich. Denn dieses philosophische Wissen ohne dem Spirituellen, das ist wie ein Mensch ohne dem Verstand. Und ich habe dann parallel auch Theologie studiert. Und durch diese unerreichbare, also das sehr reichlich große, diese Vorsehung. Und dann kam ich in die Klinik nach Zagreb und ich durch meine Profession, ich habe dann Exerzitien gehalten, Seminare und meine Mitschwestern, sie waren dort weiterhin im Krankenhaus. Nun, und ich habe dann einen fruchtbaren Boden in mir gefunden, Personen, die seelisch geistiges Leiden hatten. Und dann kommt hier Medjugorje, in dem ich erfasst werde von Gott. Ich danke Gott in dem Ganzen, wenn ich an dies glaube. Ich bleibe immer berührt durch das Ganze, diese Barmherzigkeit Gottes, sein Eingriff und dieses Leiden, seelisch, geistige bei den Menschen, hat mich nicht einfach gleichgültig gelassen. Es war ein Zeichen für mich, indem ich das gesehen habe, dass ich etwas tue, aber ich wusste damals nicht wie. Und zu dieser Zeit herrschte noch der Kommunismus und ich kam auch auf große Hindernisse, aber ich habe etwas gelernt, das zu tun, was ich in diesem Moment dann auch tun kann und all das andere der Vorsehung Gottes überlassen und zu warten mit Vertrauen. Und diese Vorsehung Gottes hat mich dann nach 7 Jahren Wartezeit nach Giacovo gerufen. Das war nach dem Heimatkrieg 1995, vor 20 Jahren. Und dort, die Oberhäupte, sie haben mich dorthin gebracht. Und zwar Frauen, die traumatisiert waren durch den Heimatkrieg. Und dieser Krieg hat nicht nur materiellen Schaden hinterlassen, sondern auch geistigen. Und dann auf diesem Provinzialkapitel 1996, es wurde das Ganze, diese Form angenommen als dieses neue Apostolat. Und als sie mir das anvertraut haben, ich habe in meinem Herzen gespürt, das ist dies. Und kurz eine Erklärung von diesem Heim.
der geistigen Hilfe. Wir haben da persönliche Gespräche, dann haben wir monatliche Erneuerungen, Exerzitien für die Frauen und ganz besonders Exerzitien für die Mütter mit den Kindern. Seit 2008 organisieren wir zweimal im Jahr Fasten- und Schweigeexerzitien. Und das ist die Arbeit auch mit den Abhängigen. Ich habe mich dann auch verbunden mit der Gemeinschaft Genacolo und ganz gern habe ich auch diese wöchentlichen Begegnungen. Und da hat sich dies entfaltet, diese Therapie, dieses Workshop für Personen mit Behinderung und auch für Jugendliche in psychischen Problemen. In dieser Arbeit mit den Mitschwestern meiner Gemeinschaft, ich habe alles verbunden mit Medjugorje als spirituelle Begleitung. Habe ich Gruppen nach Medjugorje gebracht oder ich habe Medjugorje nach Slawonien gebracht durch die Schwester Lilia Pechal. Sie ist diese geistige Berufung hier in Medjugorje und sie leitete die Fasten- und Schweigeexerzitien, das, was sie von Pater Slavko gelernt hat. Und dann die Provinzialin, sie hat uns dies gesagt, indem wir uns auf diese Art und Weise für Gott geöffnet haben. Gott hat uns alles gesegnet. Und die Arbeit mit den Jugendlichen, es war verbunden auch mit diesen Wallfahrten zum Jugendfestival. Vor 20 Jahren war ich hier das erste Mal und ich erinnere mich auch an diesen Aufenthalt, wo ich da unten auch in der Sonne stand, so wie ihr, und habe auch getanzt und ich war 20 Jahre jünger und bin aber immer noch jung. Und nach diesen Wallfahrten wollten wir das Ganze noch mehr vertiefen und dann hat sich dies entfaltet, eine Gruppe der Freundschaften. Nun, alle, die hier nach Medjugorje kommen, der größte Teil kommt auch hierher und dieser größte Teil, in dem sie auch Anliegen haben und auch diese Jugendlichen, die mit uns dann hierher gekommen sind, sie hatten familiäre Probleme, Abhängigkeiten, psychische Schwierigkeiten und dann diese Gruppe ist entstanden und hatte dieses Ziel, solchen Jugendlichen eine Stütze zu sein. Und diese Gruppe hat sich dann entfaltet und heute ist sie auch unter diesen Programmen, in denen wir da und diesen Jugendlichen viel Liebe und Achtsamkeit widmen. Und ich kann noch sagen, beim Jugendfestival, ich konnte dann auch einmal hierher kommen, denn wir haben materielle Stütze bekommen von Pater Slavko, denn wir hatten nicht das Geld und bis wir dann nun auf den Füßen standen. 1997 haben wir dann mit den Wallfahrten begonnen für Personen mit Behinderungen, also Wallfahrten organisiert für behinderte Menschen und das machen wir bis heute hin und das ist zur großen Freude geworden und das ist dann zu diesen internationalen Bewegungen geworden, das, was ihr auch schon gehört habt, denn die Pfarrei Medjugorje gibt uns da alles. Wir sind bei Familien untergebracht, kostenlos. Und nun, wir die Gesunden, wir sehen, wie sehr viel Freude wir von diesen Menschen bekommen. Und die Pfarrgemeindemitglieder, die diese Menschen ins Haus aufgenommen haben. Sie haben gesagt, wir haben viel mehr bekommen, als sie gegeben haben. Und dieses Jahr war auch diese Begegnung. Und dann, wenn unsere Begegnung dann sein wird, also wenn diese Begegnung dann das 26. Mal sein wird, so wie dieses Jugendfestival, ich werde es bestimmt nicht mehr dann sehen, aber jemand anders dann, da bin ich ja gespannt, wie das sein wird. Und nun, all das Ganze hat sich dann so entfaltet, ich kann es sagen, all das Ganze als Frucht von Medjugorje, leise, ohne Reklame, durch die Vorsehung Gottes und die Vorsehung Gottes, die bis heute
sich auch kümmert um das ganze Finanzielle. Ich möchte noch etwas hervorheben, und zwar das, was sehr wichtig ist bei dieser Arbeit. Was heißt es? Und zwar diese spirituelle Hilfe. Das heißt, den Menschen zu befreien vom Kreuz. Das ist aber nicht immer möglich, zum Beispiel bei behinderten Menschen oder psychisch kranke Menschen, die eine ewigliche Diagnose haben. Und dann stehen wir vor Situationen, und aber Gott kann Wunder tun. Und nun, oft ist es aber so, dass Menschen mit all diesen Folgeerscheinungen ihr ganzes Leben bleiben. Und ich erinnere mich, und zwar in einer Kapelle, ich habe mich hingesetzt und habe gefragt: Mein Herr, was soll ich denn tun? Immer vom Neuen, immer vom Neuen. Ich habe eine Machtlosigkeit gespürt. Und dann, wenn du die Machtlosigkeit vor etwas spürst, dann tötet es dir die Kraft. Und da war es bestimmt die Gnade Gottes. Es gibt keine Chance für dies, damit etwas schlecht endet, wenn wir dies mit Vertrauen, wenn wir alles mit Vertrauen in die Hände Gottes legen. Also von unserer Seite und von der göttlichen Seite. Und wann und wie, das Ganze liegt aber in den Händen Gottes. Und durch diese 20 Jahre, ich bin überzeugt, dass dies wahrhaftig auch so ist, und habe mich überzeugen lassen. Und als Witzka die ersten Jahre der Erscheinung nach Zagreb kam zur Operation, und dann war diese Reaktion: Wie kommt es, wenn die Mutter Gottes ihr erscheint, und die Mutter Gottes weiß doch, dass sie operiert werden muss, wieso muss sie denn zur Operation, wenn ihr doch die Mutter Gottes erscheint? Und so eine Reaktion hört man oft bei den Menschen, und Menschen, die auch dann zu mir zum Gespräch kamen: Wie kommt es, ich bete jeden Tag, bin ich in der Kirche, und wie kommt es, dass mein Kind in diese Abhängigkeit gefallen ist? Und wir können nur die Mutter Gottes anschauen und dann so lernen, was wir tun sollen. Und ich habe so dann begonnen. Ich habe dies versucht, das, was ich von der Mutter Gottes gelernt habe, und zwar mit diesen Personen da zu sein, für sie da zu sein, auch wenn du nicht weißt, was du tun sollst, aber da zu sein. Und dann genauso auch eine Ecke für sie zu schaffen, da wo sie sich angenommen fühlen und dass sie spüren, dass sie ihre Würde haben. Es ist uns bekannt, dass es diese Mentalität gibt bis heute hin, und zwar wenn sie eine Person haben, die behindert ist oder eine Person, die schwer abhängig ist, dann ist es so, diese Familie, sie schämt sich wegen solchen Familienmitgliedern, denn die Welt schaut immer noch auf solche Menschen als hätten sie nicht diese menschliche Würde, und sie sind nicht geschätzt. Und immer noch ist es so in vielen Mitten, wenn jemand solche Probleme hat, als würde er ein Siegel bekommen, er hat nicht diesen Wert, er ist weniger wertvoll. Und hier habe ich gespürt bei der Mutter Gottes, dass dies nicht so ist, auch wenn ich das gewusst habe, aber in mein Herz ist dies eingedrungen, und zwar, dass ich mich kümmere für solche Menschen. Als ich gesehen habe, wie sehr die Mutter Gottes sie liebt, das hat mein Herz geändert. Und an Jean aus Frankreich erinnere ich mich, er sagte, wie sehr er die Liebe der Mutter Gottes hier gespürt hat. Und aber nicht die Liebe seiner biologischen Mutter hatte. Und auch ein junger Mann, in der er wieder zum Glauben gekommen ist, auch durch die mächtige Liebe der Mutter Maria. Und Gott, er liebt solche Personen, er macht keinen Unterschied zwischen uns, den Gesunden, und ihnen. Und dann habe ich auch dies verstanden, dass ich nicht in Angst sein muss wegen diesen
psychischen, das, was sie haben, denn oft sind wir da machtlos. Das, was ich wichtig sehe, und zwar, dass wir ihnen dies zeigen, dass sie geliebt sind, dass sie auch ihre Würde haben, auch wenn sie krank sind oder wenn sie vielleicht auf der Psychiatrie waren oder irgendwie eine Therapie einnehmen müssen oder ähnliches. Aber nicht mit dem Kopf ihnen das darbringen, nicht, dass man darüber erzählt, sondern ihnen diese Bedingungen zu geben, die Raum zu schaffen, da wo sie wahrhaftig dies erleben werden. Denn man muss für sie von der einen Seite wahrhaftig viel tun, man muss nicht so und darf nicht so denken, da muss man nichts tun und dann einfach diese Menschen so lassen, wie man es heute sagt, am Rande. Und dann, wenn wir sagen, es reicht ja aus, sie haben ein Haus und sie haben ja etwas zu essen und wenn sie ihre Therapie haben, dann ist ja in Ordnung und das reicht ja dann aus. Wir wissen aber, dass dies nicht so ist. Und da hat mir die Mutter Gottes dies gesagt und gelehrt, dass es wichtig ist, dass wir ihnen das bringen, das, was Jesus der Kirche hinterlassen hat. Das heißt, das, was nur die Kirche hat, und zwar diese spirituelle Dimension ihnen zu bringen. Und zwar diese Personen mit Behinderung, behinderte Menschen, psychisch Kranke. Es gibt Institutionen, die die Therapien geben, das, was man menschlich gesagt auch geben kann von der menschlichen Seite. Aber das, was sie genauso brauchen, das ist dies, was Gott der Kirche hinterlassen hat. Und zwar, dass wir ihnen helfen, dass sie auch dorthin kommen zu den Sakramenten und auf diese Art und Weise, wie es für sie dann auch möglich ist. Aber da ist dies sehr wichtig, und zwar unsere Rolle, die Rolle des Menschen. Ich möchte so sagen, diese Probleme, sie haben vielleicht irgendwie etwas Genetisches, aber es ist nicht als Folgeerscheinung wie ein Virus, Bakterie oder so, sondern einfach ein Faktor bei solchen Störungen, dass es diese menschliche Faktor und daher als Hilfe für solche Menschen, da wird dieser menschliche Faktor benötigt. Wir Menschen sind da wichtig und deshalb diese Arbeit ist dann gegründet auf diese Theologie der Verkörperung. Gott braucht mich als den Menschen für solche Menschen, damit ich dann diesen Menschen dies gebe, das, was Gott der Kirche gegeben hat, hinterlassen hat. Und daher in einer Gruppe ist dies wichtig, und zwar das Bild von Vater, Mutter, Schwester, Freund, und diese werden dann ein Mittel der Liebe Gottes und seiner Güte für jene, die dann diese schlechte Erfahrung gehabt haben, des Vaters, der Mutter, der Geschwister und so weiter. Und so durch diese Erfahrung wurden dann zwei Sachen geboren, da werde ich nur kurz jetzt dies erwähnen, und zwar dieses therapeutische Workshop für diese Personen, Heiliger Josef, und da haben wir auch Glaube und Licht, diese Bewegung, und da werden auch die Jugendlichen versammelt und meistens auch Jugendliche, die psychisch krank sind. Und das heißt, das hat sich gezeigt, diese Jugendlichen, also jugendliche Menschen, kommen dann zu diesen Personen, die den Behinderten helfen. Also sie kommen nicht, also diese Jugendlichen kommen nicht, dass sie als Patienten sind, sondern sie helfen dann den Behinderten. Und dann spüren sie, es ist wichtig, wenn jemand in Krise ist, damit wir helfen. Und die Jugendlichen sind in der Krise, dass sie sich dann verschließen, weil die anderen sie nicht verstehen, weil sie nicht die Gesellschaft haben und da, wo sie sich dann gut fühlen, und deshalb diese Workshop hilft ihnen, dass sie nutzvoll sind und sie kommen aus dieser Einsamkeit heraus. Und dann haben wir noch diese Begegnung geistigen Charakters, und ich sehe, wie sie wahrhaftig geistig gereift sind, und da bin ich immer im Staunen. Und dann haben wir auch Gruppen, in denen wir mit einem Psychiater sind,
Und wir haben da dann dieses Fachmännische, diese Hilfe auch von seiner Seite. Und diese Arbeit ist sehr schwer, denn ihre Probleme sind doch sehr schwer. Und damit ich jetzt nicht spreche, um was es hier alles geht, es ist schwer, weil diese Personen mit solchen Schwierigkeiten, weil sie lange brauchen, bis sie gesund werden und geheilt werden und vor allem, wenn sie nicht in einer passenden Mitte sind. Und da ist es wichtig, und zwar dieser menschliche Faktor. Und deshalb nennen wir unser Heim das Heim, und zwar, wo sie dann eine Woche, einen Tag kommen können, einen Monat sein können, und sie können dann da die geistigen Wunden heilen. Und jeder von uns hat so eine Erfahrung mit solchen Personen. Vor kurzem hat mir eine junge Frau dies erzählt. Ihre Freundin ist dort geendet, und zwar in der Psychiatrie ist sie geendet und dann auch in der Klasse. Sie haben nicht mehr mit ihr kontaktiert, sie wussten nicht mehr, wie weiter. Und jetzt, nun, diese junge Frau, sie hat Gewissensbisse, denn sie selbst ist auch in eine Krise gefallen. Jetzt versteht sie mehr, diese junge Frau. Und liebe Jugendlichen, wir alle müssen dies, und zwar, dass wir uns sehen und die anderen, aber nicht mit den menschlichen Augen, nicht mit dieser menschlichen Erfahrung, sondern mit den Augen Gottes, seiner Erfahrung. Denn der junge Mensch, er kann so sein, dass er nicht empfindsam ist für den Nächsten. Und derjenige, der satt ist, er sieht den anderen nicht. Das sagt uns ein Sprichwort. Und nun, oft ist es so, wir wissen nicht, wie wir uns benehmen sollen. Dann haben wir Angst. Aber hier auch diese Tage, ich war sehr überrascht, wie viele wir im Rollstuhl auch haben, wie viele behinderte Jugendliche. Und es sind viele. Jean Vanier, also hier beim Jugendfestival sind auch viele, und Jean Vanier hat dies erkannt, dass wir diese Menschen ins Herz der Kirche bringen. Und das wird jetzt so ausschauen, dass alle Personen, die im Rollstuhl sind, dass wir versuchen, dass wir sie vorbringen, dass wir sie sehen und dass wir spüren, dass sie uns etwas zu sagen haben. Und ich habe diese Tage sie angeschaut, und diese Personen können nur die Person sehen, die in Augenhöhe ist, also den anderen nur, wenn er in Augenhöhe ist. Und er sagt, stellt diese Menschen in das Herz der Kirche. Eine kranke Person, eine behinderte Person ist ein Zeichen der Schwäche Jesu. Und Jesus hat auf sich diese Schwäche genommen. Und er wurde so geboren als kleines Kind und am Kreuz. Er hat dies gerade gezeigt. Und wir wissen dies, dass er dadurch auch das Heil gebracht hat. Und das ist gerade auch ihre Sendung. Und deshalb möchte ich jetzt diesen Vortrag beenden, und ich möchte es mit einem Lied beenden, und ich möchte, dass ihr da alle teilnimmt. Gott liebt dich. Wenn wir Gott sagen, zeigen wir nach oben und liebt, dann ein Herz und dann Hände klatschen. Du kannst glücklich sein, ich kann glücklich sein, und dann du kannst traurig sein und ich kann traurig sein, aber wir dürfen es nicht. So, wir haben hier junge Menschen, sie werden uns helfen, und ich möchte, dass dieses Lied auch ein Zeichen dann wird, wenn ihr eine Person jetzt bei euch in der Nähe habt, die so ist, dann stellt sie und möge sie neben euch sein und singt dann ihr dieses Lied für sie. Danke euch.
Gott liebt dich und ich liebe dich und so müsste es sein. Gott liebt dich und ich liebe dich und so müsste es sein. Ich kann glücklich sein und du kannst glücklich sein und so müsste es sein. Ich kann glücklich sein und du kannst glücklich sein und so müsste es sein. Und deshalb, denn Gott liebt dich und ich liebe dich und so müsste es sein. Gott liebt dich und ich liebe dich und so müsste es sein. Ich kann traurig sein und du kannst traurig sein, aber so dürfte dies nicht sein. Und deshalb, denn Gott liebt dich und ich liebe dich. Und so müsste es sein. Gott liebt dich und ich liebe dich. Und so müsste es sein. Wir sind Kinder Gottes und deshalb Brüder und Schwestern und so müsste es sein. Wir sind Kinder Gottes und deshalb Brüder und Schwestern und so müsste es sein. Und Gott liebt dich und ich liebe dich und so müsste es sein. Und Gott liebt dich und ich liebe dich und so müsste es sein.